Bist du verzweifelt und bist du weiß? Dann mach mit einem Feuerchen die Wachtmeisterkarre heiß. Denn wer ist schuld? Wer ist der Feind? Natürlich die Polizei. Sagt in etwa das Kompaktmagazin bzw. TV auf ihrem YouTube-Kanal. Aber hört kurz selbst. Dieser Protest ist nicht friedlich geblieben. Es wurden auch Polizeiautos abgefackelt, es wurden Brände gelegt und so weiter. Die Protestierer halt völlig verzweifelt, völlig empört über diese Tat, die sich da ereignet hat. Vor allem bei Black Lives Matter, da wurden ja genauso Autos angezündet und es wurde dann immer verharmlost von der Politik und den Medien. Ja, das sind doch nur Menschen, die für Rechte demonstrieren. Die sind eben empört, aufgebracht und so weiter. Ja. Ich muss sagen, in dem Fall habe ich Verständnis. Dann sieht man eben auch die Polizei am Ende als Feind an, wenn man sie immer als tatenlos wahrnimmt. Und am Ende werden dann auch Polizeiautos abgefackelt. Ja. Shocking. Ja, also ich war leicht schockiert, als ich das hörte. Ja, ich hoffe inständig, dass das mehr so eine Art kleiner Wortpatzer war und er was anderes verwenden wollte. Also er nicht Verständnis meinte, sondern mehr sowas wie, ja, es ist nicht verwunderlich, dass sowas passiert. Das wäre vielleicht angebracht, weil Verständnis habe ich für sowas nicht. Ich meine, wie das Anzünden eines Polizeiwagens oder überhaupt irgendeines Autos Verständnis auslösen kann, ist mir sehr schleierhaft. Damit wir uns nicht falsch verstehen, laut Duden ist Verständnis, ich zitiere, Fähigkeit, sich in jemanden, etwas hineinzuversetzen, jemanden, etwas zu verstehen. Innere Beziehung zu etwas, Einfühlungsvermögen. Aber gut, da ich das Video auf diese Kernaussage gekürzt habe, die mich so schockiert hat, muss man natürlich sagen, na, da fehlt aber der Zusammenhang. Also es ist doch schon besser, wir fangen von Anfang an, rücken also die Aussage vollumfänglich ins Rampenlicht, um zu verstehen, wie man auf die Idee gekommen ist zu sagen, ey, guck mal, Alter, ey, voll die Polizeiautos brennen, ey, ich schwöre, ey, fühl ich, Alter, genial, meine Kids sind voll safe, endlich geil, Alter. Okay, sicherlich nicht die passendste satirische Behandlung dieser ganzen Sache, aber mir fällt es schwer, anderweitig die Absurdität der ganzen Geschichte in kurze Sätze zu fassen. Aber vielleicht geht uns ja noch ein Licht auf und nein, damit meine ich kein weiteres brennendes Polizeiauto. Und dann natürlich der schreckliche, jetzt wollte ich auch schon Vorfall sagen, der schreckliche Angriff in Dublin, in der irischen Hauptstadt. Ja. Um nicht nur Negatives hier zu äußern, ja richtig, einen Angriff nur als Vorfall zu bezeichnen, ist verharmlosend. Richtig, es zu kritisieren. Auch wenn er sich an der Stelle nur versprochen hat, zeigt es aber auch, wie mediale Dauerberieselung jeden beeinflusst. Wo also gestern ein Mann, offenbar ein 50-jähriger Algerier, was auch oft verschwiegen wird. Ja, wird sicher oft verschwiegen, aber hoffen wir mal, dass ihr nichts verschweigt. Wie war das nochmal mit der Lückenpresse? Ein Messer gezückt hat und auf Schulkinder losgegangen ist, die sich versammelt haben vor ihrer Schule. Die Lehrerin hat noch versucht, dazwischen zu gehen, wurde schwer verletzt. Es wurden drei Kinder schwerst verletzt, also zwei Mädchen, 5 und 6 Jahre alt und ein Junge, 5 Jahre alt, die liegen jetzt in der Klinik. Eine bestialische Tat, absolut verachtenswert. Leider ist auch noch nicht bekannt, was da genau passiert ist und wie es zu sowas, naja, wenn ich bloß sage, Schrecklichen kommt, reicht das eigentlich nicht, um es zu beschreiben, aber ja, was soll man sagen? Und leider lässt hier auch das Kompaktmagazin schon einiges weg. Denn sie verschweigt den erst seit einem Jahr in Irland lebenden, brasilianischstämmigen Lieferdienstfahrer, der dazwischen gegangen ist, mit seinem Motorradhelm als Waffe, ja, um so die Kinder und die Lehrerin zu retten, zu schützen, wie man das auch immer nennen möchte. Ja, warum verschweigt man das? Sein helfendes Verhalten hat einige so sehr beeindruckt, dass man eine Spendenkampagne ins Leben gerufen hat und gesagt hat, naja, dem geben wir mal im Pub ein Bier aus. So sind dann verrückterweise über 200.000 Euro in kürzester Zeit zusammengekommen. Und auch wenn man in Deutschland gerne solche Leute als Helden bezeichnet und Ähnliches sagt, dem würde ich mal ein Bier ausgeben, habe ich noch nie von sowas in Deutschland gehört. Und ja, es gibt so Vorfälle,
wo Leute bei solchen Messerattacken ja todesmutig dazwischen gegangen sind. Ja, in Deutschland. Und ja, da fällt auch gerne von solchen Medien wie dem Kompaktmagazin das Wort Held. Andere sagen Zivilcourage. Aber viel wert ist diese Zivilcourage dann anscheinend nicht. Nochmal kurz zum Verständnis: dieser Zivilcourage-Held arbeitet für sowas wie bei uns Lieferando. Also das, wo man in Deutschland üblicherweise kein Trinkgeld gibt, der Fahrer schlecht bezahlt ist, also Mindestlohn, aber er bei ja, allerlei Wetter los muss, bloß nicht zu spät kommen darf, also immer Hetze, 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 wo man dann sagt, naja, hast halt nichts Anständiges gelernt, musst halt sowas machen. Na, ist halt nur eine Hilfstätigkeit. Sei doch froh, dass du Mindestlohn kriegst. Das ist eigentlich noch viel zu viel. Ja, so ist das patriotische Deutschland. Ja, das sind Aussagen, die oft von sogenannten Besserverdienenden kommen, also die sogenannten Leistungsträger, die dann aber gerne über Ausländer schimpfen, aber trotzdem zum Ali-Barbier gehen, weil er den Haarschnitt billiger macht als der teure deutsche Friseur. Sich dann aber wundern, wenn Leute sagen, kein Bock auf Arbeit, Und danach gab es starken Protest die ganze Nacht hindurch. Dieser Protest ist nicht friedlich geblieben. Es wurden auch Polizeiautos abgefackelt, es wurden Brände gelegt und so weiter. Die Protestierer halt völlig verzweifelt, völlig empört über diese Tat, die sich da ereignet hat. Das hier war die erste Stelle, wo ich es wirklich komisch fand. Man betont stark, wie unfriedlich der Protest war und nennt dann die Protestierenden verzweifelt und empört. So als ob man beim Empörtsein oder bei Verzweiflung, ja, es eine normale Handlung ist, irgendwas anzuzünden. Mortimer, unser Kind wurde heute auf dem Schulweg verprügelt und mit einem Messer bedroht. Gehe bitte zur Bushaltestelle, warte dort auf den Bus und zünde ihn dann an. Danke. Ja, es geht hier immer noch um ein brutales, verwerfliches Verbrechen an Kindern. Gerade deswegen diese bitterböse Satire, die verdeutlicht, wie absurd das Ganze ist, was hier vorgetragen wurde. Gerade auch, weil weggelassen wird, dass es sowas in Deutschland in schlimmerer Form schon gab. In Illerkirchberg bei Ulm wurden zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen, schwer verletzt. Und eines der beiden Mädchen starb dann später in der Klinik. Hier hat dann niemand versucht, Autos anzuzünden. Und sicher waren und sind hier die Angehörigen mehr als empört und verzweifelt. Und was halt wirklich Rätsel aufgibt, ist die Herkunft des Täters. Weil also viele Leute von vor Ort sagen eben, es handelt sich um einen Algerier. Und die Polizei hat aber bisher nichts gesagt zur Herkunft des Täters und behauptet, dass mit dem Algerier, das seien alles nur Gerüchte und Spekulationen, das müsse erst aufgeklärt werden. Die Polizei hat nicht gesagt, dass es kein Algerier ist. Hier wird gerade so getan, als hätte die Polizei das dementiert. Hat sie aber nicht. Und ja, landläufig werden solche Infos aus den sozialen Netzwerken Spekulationen genannt. Und ja, die Polizei ist unterbesetzt und braucht für Nachforschung ewig. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass sowas auch als Hinhaltetaktik verwendet wird. Man kann auch sagen, die Polizei nutzt auch gern mal ihre eigene Unfähigkeit, ja, wenn es in den Kram passt. Allerdings, Steffi, wenn feststehen würde, dass das ein reiner Irrer gewesen wäre, dann hätte das die Polizei ja schon längst gesagt. Also ich glaube, dass das definitiv ein migrantischer Hintergrund ist. Wie schon gesagt, könnte sein. Aber dann müsste das ja auch für euch gelten. Also so zum Beispiel hat Boris Morgenstern in seinem Video auf YouTube die Info rausgegeben, dass Immigranten die Autos angezündet haben sollen. Quelle sind natürlich hier, ja, die ähnlichen Kanäle wie für die Algerier-Info. Also, wieso habt ihr das nicht schon längst gesagt? Jetzt könnte man euch natürlich alles Mögliche unterstellen. Und ich habe ja sowieso schon einige satirische kleine Sachen hier eingeworfen. Aber das wahrscheinlich Wirkliche ist, was hier dahinter steckt, ist, ja, schlechte Recherche bei dem Täter. Und man sieht auch, wie die deutschen Medien da
wieder einen Schleier drüber legen. In der irischen Hauptstadt Dublin hat ein Mann eine Gruppe von Kindern mit einem Messer attackiert. Ein Mann. Also, was soll man dazu noch sagen? Ja, Presse verharmlost. Ist nichts Neues. Habt ihr ja in eurem Video ja gerade eben vor kurzem auch gemacht. Also, wie wär's mal mit an die eigene Nase fassen? Ja, ich habe da mal geschaut. Also die Justizministerin, die Helen McEntee, rief zur Ruhe auf und sagte, ein gewalttätiges und manipulatives Element nutze den Vorfall, auch hier spricht man in Irland von einem Vorfall wie in Frankreich, um Verwüstung anzurichten. Also der Mainstream in Irland, der spricht auch von Gewalttätern, die mehrere Fahrzeuge in Brand setzten, auch ein Bus sowie ein Polizeiauto, wie du schon gesagt hast. Und dann hat es wohl auch Rauch gegeben beim Holiday Inn Express. Da hat man sofort vermutet, dass die irischen Hooligans, also die Rechten, das angezündet haben. Da ist aber niemand verletzt worden. Da habe ich auch gedacht, ich habe mich so aufgeregt. Das sind zwei 5- und 6-jährige Mädchen schwer verletzt worden, sowie auch ein 5 Jahre alter Junge. Und die 30-jährige Lehrerin, die sich schützend vor die Kinder gestellt hat, liegt ebenfalls schwerst verletzt im Krankenhaus. An der Stelle hätte ich doch gerne einen Beleg, wie brennende Autos verhindern, dass Kinder verletzt werden. Wir wollen hoffen, dass der brennende Bus kein Schulbus war und die Kinder jetzt zu Fuß gehen müssen, kilometerlang und dann solchen Übergriffen ausgesetzt sind womöglich. Und bloß gut, dass das Feuer nicht auf ein Haus übergegangen ist und vielleicht noch Kinder verbrannt wären. Oder noch schrecklicher, ein Kinderheim oder eine Kinderklinik. Das wäre ja unvorstellbar gewesen. Und die regen sich jetzt darüber auf, dass da die Menschen auf die Straße gehen, ob das jetzt Rechte sind, Hooligans oder nicht, und da Autos anzünden, weil sie einfach mit diesem Multikulti-Wahnsinn nicht mehr einverstanden sind und den endlich gestoppt und beendet haben wollen, bevor noch mehr passiert. Vor allem bei Black Lives Matter, da wurden ja genauso Autos angezündet und es wurde dann immer verharmlost von der Politik und den Medien. Ja, das sind doch nur Menschen, die für Rechte demonstrieren, die sind eben empört, aufgebracht und so weiter. Ja. Ich muss sagen, in dem Fall habe ich Verständnis, weil es geht ja wirklich um kleine Kinder, die abgemessert worden sind auf grausamste Art und Weise. Wenn man sich vorstellt, dass das unsere Schwestern oder Töchter gewesen sind, dann und die Behörden haben tatenlos zugesehen über eine lange Zeit, dann hat man so eine Wut in sich und dann sieht man eben auch die Polizei am Ende als Feind an, wenn man sie immer als tatenlos wahrnimmt. Und am Ende werden dann auch Polizeiautos abgefackelt. Ja. Nun haben wir den vollen Zusammenhang der Aussage und einige Zwischenkommentare von mir dazu schon. Die erste Frage, die sich dadurch aufdrängt, ist: Hätte man das hier alles so gesagt, wenn man gewusst hätte, dass die Autos angezündet wurden von womöglich Flüchtlingen bzw. Einwanderer oder Ähnliche, oder hat man es gewusst und bewusst weggelassen? Was ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht glaube, da ja dieses Detail die Problematik der ganzen Sache ja noch verschlimmert. Warum hätte man es also absichtlich falsch machen sollen? Man kann also schlecht das Gegenteil behaupten, ohne dabei eine absurde Verschwörungstheorie zusammenzubasteln und zu sagen, ich weiß nicht, das Kompaktmagazin ist unterwandert von der Amadeus-Stiftung. Nee, Amadeus Antonio. Dieser komische, die da mit dem langen Namen, der mit A anfängt. Das muss reichen als Info. Was hat also nun das Kompaktmagazin falsch gemacht? Naja, manche würden es Sensationsgier nennen, andere vielleicht Clickbaiting. Und manche nennen es die längste Praline der Welt. Kernproblem ist aber schlichtweg, man will möglichst schnell der Erste sein mit den möglichst vielen Aufrufen. Naja, und dann hat man halt nicht so viel Zeit, die Sachen sich genau anzuschauen. Sprich, die Recherche war schlecht. Naja, und dann hat man noch Haltung bzw. Ideologie, wenn man sich denn zwischendurch denkt, ah, jetzt habe ich alles, was ich brauche hier, da die Schlagzeile, ja, das wusste ich, schon vorher, ich brauche nicht mal weiterlesen, ich hab's, die sind schuld. Also das, was Alternativmedien
immer der Mainstream-Presse vorwerfen. Und ja, das stimmt auch. Die machen das ständig falsch. Aber das ist ja hier derselbe Fall. Anders macht es meiner Meinung nach absolut keinen Sinn, was hier abgelaufen ist. Also, dass hier im Endeffekt gesagt wird, wenn Schwarze das Auto anzünden, ist das böse. Aber Weiße dürfen das Auto anzünden, denn so retten sie Kinderleben. Und ja, sowas, solche Worte nennt man Satire. Ja, sie ist bitter. Ja, sie ist böse. Aber die Äußerungen, die im Kompaktvideo gefallen sind, ohne dass sie in irgendeiner Form lustig gemeint waren, waren bitter und sie waren böse. Tut mir leid, wenn das der ein oder andere als zu drastisch empfindet oder sich wahrscheinlich oder vielleicht angegriffen fühlt. Ich weiß gar nicht anders, wie ich das kommentieren soll. Ich habe versucht, das möglichst sachlich zu machen, aber ich konnte an manchen Stellen mich einfach nicht zurückhalten, weil die Absurdität der Situation mich dazu gezwungen hat, es satirisch etwas ins Licht zu rücken, wenn man so will. In diesem Sinne, wertes Kompaktmagazin, bitte beim nächsten Mal einfach mal nachlesen und noch ein bisschen nachdenken. Weil solche Halbwahrheiten als Journalismus braucht niemand. Im Übrigen wurden hier noch ein paar andere Sachen gesagt, die unter das Thema Halbwahrheiten fallen und Unsinn. Ja, die von den beiden Moderatoren geäußert wurden, die wollte ich jetzt hier nicht hinten dranhängen. Da werde ich noch ein zweites Video zu hochladen und die auch noch ein bisschen auseinandernehmen. Also, vielleicht bis bald.